Frau Rothermann von ZB Med ist beim Fachrepositorium Lebenswissenschaften zuständig für den Bereich Ernährungs-, Umwelt- und Agrarwissenschaften. Und sie wird uns nun berichten über den überregionalen Zugang zu E-Books und E-Journals bei ZB Med. Bitte, die Frau Rothermann. Ja, ich wollte Ihnen heute etwas zum überregionalen Zugang bei ZB Med erzählen. Und zwar wollte ich Ihnen etwas zu unseren Fernzugriffslizenzen berichten. Und zwar erwerben wir ja kontinuierlich lebenswissenschaftliche Fachliteratur aus den Bereichen, also E-Books, E-Journals aus unseren Fachbereichen und bieten die eben per Fernzugriff an unsere Nutzer. Wir verstehen dieses Angebot eben, dass wir über diese Fernzugriffslizenzen anbieten, als subsidiäre Versorgung, also als Versorgung, die wir über Nationallizenzen und FID-Lizenzen und eben auch Campuslizenzen von Universitäten anbieten. Wir versuchen eben mit diesen Fernzugriffslizenzen auch weitergehend andere Rechte eben zu verhandeln, also so wie Text-Data-Mining, Langzeitarchivierung, Fernleihe und eben auch die Lieferung von Metadaten. So, jetzt eigentlich zu dem Hauptgrund, das ist der Fernzugriff. Also man kann einmal den Fernzugriff nutzen mit unserem regulären ZB-Med-Ausweis. Das heißt, das ist der Ausweis, den man ganz normal bei uns in Köln an der Ausleihtheke erhält. Und dann gibt es eben den sogenannten virtuellen ZB-Med-Ausweis, der eben ganz kostenfrei beantragt werden kann per E-Mail. Man benötigt dazu eben einen gültigen Ausweis, mit dem man sich also identifiziert, den man dann eben mit dem Scan oder per Foto mit dem eigentlichen Antrag an die Ausleihe in Köln sendet. Und nach etwa einem Tag erhält man dann eben diesen virtuellen ZB-Med-Ausweis, der dann eben ermöglicht, dass man eben über den Proxy-Server auf unsere E-Books und E-Journals zugreifen kann. Dieser ZB-Med-Ausweis gilt eben aktuell für alle Personen, die einen Wohnsitz in Deutschland haben und ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von ZB-Med. So, was bieten wir an? Das sind eben vor allen Dingen unsere E-Books, 15.000 circa gekaufte E-Books, die wir überregional anbieten. Die Information oder das vollständige Angebot können Sie eben über unsere Homepage, die hier unten eben auch angegeben ist, dann sehen. Unsere aktuellsten oder vielleicht aktuell wichtigsten sind einmal Access Medicine, die eben gerade die 200 wirklich wichtigsten, aktuellsten englischsprachigen E-Books beinhaltet. Und dann eben unser weiteres Angebot, wo eben auch die aktuellste und auch größte Anzahl von E-Books zur Verfügung ist, ist eben auf der Plattform von ProQuest E-Book Central. Das sind eben E-Books ganz unterschiedlicher Verlage, die wir da eben auch zur Verfügung stellen. Dann bieten wir natürlich über Fernzugriff auch E-Journals an. Zu den Deal-Paketen bieten wir allerdings auch kleineren Verlagen eben E-Journals an, zum Beispiel von Karger und Thieme, wo wir eben auch die Möglichkeit anbieten, dass eine Publish-Komponente mit dabei ist. Das heißt also, dass wir hier also eine Transformationslizenz besitzen. Auch hier können Sie die vollständigen Angaben auch wieder über unsere Homepage sehen. Und wie hier unten auch angedeutet ist, eben über die EZB. Dann, was ist aktuell neu bei uns? Seit diesem Jahr haben wir eben außer den bereits gekauften E-Books auf der Plattform von E-Book Central noch eine Option, das sogenannte DDA. In dem Fall bieten wir also circa 8.000 E-Books
an zum Kauf auf Wunsch. Das heißt, da können sich jetzt unsere Nutzer, die einen ZBMed-Ausweis haben, registrieren auf der E-Book Central Plattform und können dann doch diese E-Books auf Wunsch eben an uns weitergeben. Außerdem bieten wir an, dass wir die Metadaten von den E-Books, also sowohl die von den gekauften als eben auch die von den DDA-Büchern, also DDA-E-Books, dass man die eben auch in andere Verbundkataloge oder eben auch, wenn gewünscht ist, in den lokalen OPAC einspeisen kann. Ja, da bin ich schon fast am Ende. Hier ist nochmal die Kontaktadresse. Also wenn Sie Fragen haben oder weitere führende Informationen haben möchten, können Sie sich gerne an unsere Kontaktadresse fernzugriff@zbmed.de wenden. Und wenn Sie den Flyer zu unseren Fernzugriffen haben möchten, kann man den einmal auf der Homepage eben herunterladen oder aber eben auch gerne sich an unser Marketing-Team wenden, die dann gerne den Flyer auch zuschicken. Das war's dann schon. Herzlichen Dank.